Neunmal individuelles Top-Niveau, neunmal athletische Meisterklasse und neunmal hauptstadtsportliche Spitzenleistung. Das alles wird vereint im Team Berlin, der Top-Auswahl des Berliner Leichtathletikverbandes. So viel Power muss gezeigt werden. Traditionell findet diese Präsentation auf dem Fernsehturm statt. Es ist immer wieder sehr, sehr schön. Man wird nochmal geehrt, man kann nochmal ein bisschen reflektieren, wie das vergangene Jahr war. Man sieht die anderen Athleten mal wieder, die sieht man ja sonst auch nicht alle. Wunderschön, also der Ausblick, ich kann meine Wohnung von hier aus sehen. Also richtig gut. Ich muss auch gestehen, bevor wir hier diese Veranstaltung hatten, war ich auch noch nie auf dem Fernsehturm. Deswegen, ich finde es schön. Der höchste Punkt Berlins, um bei den sportlichen Höhepunkten des Jahres ganz hoch hinauszukommen. Neben Mehrfachweltmeister und Olympiasieger von 2012 Robert Harting wollen das auch seine 8 Mitstreiter, wie zum Beispiel Sprintass Lukas Jakubczyk, Melanie Bauschke, Julia Harting oder Dennis Krüger. Wie wichtig ist es mir, dass wir ein Team haben, wo wir sagen, hey, man kennt sich denn so ein bisschen untereinander, hey, wir sind eine Truppe, macht Spaß. Mit Robert Harting habe ich mich schon öfter mal unterhalten und muss ich auch sagen, nach meiner schlechten Erfahrung in Zürich hat er mich danach auch ein bisschen aufgefangen und hat mich dann auch wieder ein bisschen aufgebaut und unterstützt. Ja, ich finde es schon wichtig, weil es ja eben auch ziemlich schwer ist hier in der Stadt mit Sponsoren, weil wir durch die ganzen Mannschaftssportarten ziemlich hohe Konkurrenz haben. Und ich finde es gut, dass die Leichtathletik sich bemüht. Get-Together und Würdigung sportlicher Höchstleistung wichtig beim Berliner Sportensemble. Aber neben Wertschätzung erhalten die Hauptstadtsportler vor allem auch finanzielle Unterstützung. Also wir haben einen Fonds aufgelegt zusammen mit mehreren Partnern. Da ist die Spielbank beteiligt, also private Sponsoren, aber auch Landessportbund, Olympiastützpunkt. Es ist ein großer Topf an Geld vorhanden und damit unterstützen wir Trainingslager, Sondertrainingsmethoden. Es gibt ja immer Sachen, dass man mal seinen Trainer mitnehmen möchte, was nicht offiziell finanziert wird. Klar, das Highlight in diesem Jahr ist die Weltmeisterschaft in London. Aber an ein Event denken jetzt schon alle Berliner Leichtathletik-Cracks, die EM in der Mutterstadt. Seit 4 Jahren oder so hat man schon immer das im Blick, so ey, wir haben Europameisterschaften in Berlin, wir sind Berliner und das ist richtig cool. Also da freut man sich richtig drauf. Ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen. Ich bin sehr, sehr verbunden mit der Stadt und für mich ist es was ganz, ganz Besonderes. Also schon alleine, weil wahrscheinlich alle meine Freunde und meine Familie auch im Stadion sein werden. Im Olympiastadion könnte dann sogar einer aus diesem auserwählten Kreis dabei sein. Seit dem vergangenen Jahr versammeln sich die Nachwuchssportler zum DGEWO Junior-Team. Im Junior-Team ist es ja so, dass wenn du im Trainingslager bist oder so, geben die einen Zuschuss dazu. Oder wie man heute gesehen hat, kriegen wir tolle Rucksäcke. Letztes Jahr haben wir einen Koffer bekommen. Also die, so kleine Gesten sind immer dabei, finde ich immer ganz toll. Wir werden gut unterstützt. Das sind alles Europameister, teilweise Weltmeister, aber eben in den Kategorien U18, U23, U20, also noch Junior. Und alle auf dem Sprung dann in das richtige Team Berlin. Dafür heißt es nun weiter ackern. Partner, Sponsoren und die ganze Stadt stehen hinter seinen Leichtathleten.